So, und dann haben wir ein herzliches Willkommen zurück dir bei mir auf dem Kanal zu Assassin's Creed Mirage. Und ja, wir sind jetzt immer noch in der Poststation. Und ich glaube, wir haben alle soweit umgebracht. Jetzt können wir uns mal hier durchlesen, interagieren. Drohbrief. Er tanzt und spottet zum niederen Vergnügen der Herren und ebnet ihnen den Weg ins Verderben. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Oh. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Sehr freundlich. Der Nächste. Das Loot. Verräterischer Brief. Abu Abdallah ist der wahre Kalif und wird bald den ihm gestohlenen Thron zurückholen. Die Zeit ist reif. Warte auf mein Zeichen. Abu Abdullah ist der wahre Kalif und wird bald den ihm gestohlenen Thron zurückholen. Den lasse ich den Spitzeln da. Okay, das ist vor der Tür. Das ist nur eine Lampe. Lampe, da sind noch zwei. Brief eines Verehrers. Liebster Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und üppig. Deine Worte sind Balsam für meine geschundene Seele. Bitte sag mir, dass du dasselbe fühlst. Liebste Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase. Fruchtbar und ekelhaft. Fruchtbar. Es passt. Ich glaube, heute ist Valentinstag für euch. Ja, ich glaube, jetzt, wo die Folge ausgestrahlt wird, ist Valentinstag. Passt irgendwie, ne? Die liebe Arib. Meine fruchtbare Oase. Und da bekotzt sich da halb. Sehr gut. So. Seltsamer Brief. Nachdem der Honig von innen von ihren Lippen tropft, ist. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Al-Lib den Garten und folgte der Maus. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft Das ist ist, verlässt Athalab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Ja, Schlechte denke auch. Lichtkunst? Beides? Arib Beides? könnte Athalab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Ja, gute Idee. Hier ist noch einer. Bitte beachte, dass deine Zahlung von 15 Dananir überfällig ist und bis zum. Nein. So, Hinweis entdeckt. Rätselhaft Nachricht, Spitznamen. Da oben ist noch eine Truhe. Die holen wir uns jetzt noch. Wieso habe ich die nicht übersehen? Wieso habe ich die eben übersehen? Müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, Verbesserungspläne noch übrig. Aber wir hatten nicht genug Ressourcen letztes Mal. Deswegen habe ich die noch eingepackt. Müssen wir mal gucken, ob wir die nochmal hochleveln, ob wir die nochmal upgraden können. So. Ich glaube, sieht gut aus. Aber da sind überall Gegner draußen vor der Tür. Ich glaube, ich werde oben trotzdem wieder lang gehen. Oben wieder raus. Nur ich habe die Tür jetzt mal aufgemacht. Falls wir nochmal rein müssen, brauchen wir dann nichts. Können wir dann die Tür nehmen. Die Frage, wo war das? Wo war der Eingang? Beruhig dich. Wo sind wir denn hier reingekommen? Bei der Scheiße, mit der Scheiße. Achso, die Leiter hoch. Ja, sowas. Die Leiter. Da geht's weiter. So, auf jetzt. Kommen wir wieder raus. Ganz easy. War gar nicht so schlimm. Ich gehe in den Garten, überreiche Athalab ihren Brief und folge ihr dann. Guter Plan. Den Garten. Den Garten Eden. Ah, den Liebesgarten. Quasi jetzt zum Valentinstag passend, der Liebesgarten. Trube wie das Meer. Ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste. Ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra. Doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube.
Seiest du Meer, Wüste, Kobra, Taube. In jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo, kennen wir uns? Komm, sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und tölpelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Komm, Arib. Wir wollen nicht für Gerede sorgen. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte sind mir Waffen genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Packt sie! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Du bist tot! Ah, ja. Zu, wenn dein Meister redet! Wow. Das hat weh! Ich bin ein Schild! Heute stirbst du! Okay. Gut aufgepasst. Fuck you. Wir brauchen ein Hilfsmittel. Und zwar am besten. Ah, ich habe eine gute Idee. Eine kleine Rauchbombe. Nein. Shit. Okay, der hat mich unterschätzt, die Arschlöcher. Wir sind halt besser aus dem Verborgenen. Ne? Das ist halt so bei Assassin's Creed. Hier kannst du nicht tanken oder irgendwas. Süße dein Stirn. Brenne wie die Wüste. Ah, nochmal die ganze Scheiße. Sehr gut. Beißt zu wie die Kobra. Doch in mein nochmal einsetzen. Warte, ich will mal kurz gucken, ob wir. Also gleich das Hilfsmittel wechseln. Wüste. Kobra, Taube. In jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo. Kennen wir uns? Wie bist du ein. Ich arbeite. So, kleines Rauchbäumchen gefällig. Das war's für dich. Was? Genau so. Das ist feige. Überstürzen. Wenn du ein Mann bist. Arib ist zu ihrem Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Der Brief befahl Athalab, den Garten zu verlassen und der Mond. Vielleicht ist okay. Sie mir doch noch nicht entwischt. Okay, müssen wir uns jetzt beeilen. 15 Meter. Über den Dächern sind wir, glaube ich, besser. Oder auch nicht? Nee, das funktioniert nicht. Sag der Wache Bescheid. Das ist der, den sie suchen. Beeil dich.
Du lebst nicht. Das ist der Verbrecher. Wachen. Komm. Wie weit wird der Fuchs fliehen? Magst du es, dein Gesicht zu zeigen? Ruf die Schotter! So, warte mal, ich muss mal hier den Zettel abreißen. Wo es weitergeht. Wo sind ja alle Zettel? Ah, da. Was heute alles als Kunst durchgeht. Ja, echt, Mann. Oh, nein, nein, nein. Da ist noch einer. Wieder eine gemalte Maus. So, gucken wir uns mal die an, wie die aussieht. Der Fuchs. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Da ist eine. Da ist eine. Wieder eine gemalte Maus. Oh, da ist ein, das ist ein Derwish-Artefakt hier. Oder ist das einfach nur... Oh. Oh, überall Loot. Die Riemen jucken. Ja, waschen hilft wahrscheinlich, Junge. So. So, hier ist die Markierung. Da ist eine Maus und da ist eine Maus. Muss vielleicht da hoch. Folge den Mäusebildern. Ich würde fast sagen, dass wir nach oben müssen. Hier ist ja so ein Strick gewesen. Na, jetzt zeigst du nach unten. Also ist auf jeden Fall da irgendwo in dem Gebiet hier. Auch mehr Mäusebilder. Nee. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, irgendwas stimmt mit der Quest nicht, weil die Mäusebilder geben auch keinen Ton von sich. Weil so hatten die ja so einen Trigger. Aber es bleibt immer wieder hier. Auf der Mitte. Dann würde ich sagen, sind doof. Aber ich würde sagen. Dann muss ich das Spiel jetzt mal kurz neu starten. Das heißt, ich beende die Folge jetzt an der Stelle aus. Leider, ich glaube, stimmt irgendwas nicht mit der Quest. Und ich starte die Quest mal neu. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Assassin's Creed Mirage natürlich. So, dann war es eine kurze Folge. Es tut mir sehr leid, aber weiß nicht, scheint irgendein Fehler zu sein. Ich versuche das zu beheben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen.